Hallöchen, meine Damen und Herren. Einem Tag nach dem letzten Update wurde direkt ein neues nachgereicht. Darin wurden unter anderem die Messer wieder gefixt, ein paar Dinge am User-Interface wurden geändert und Vertigo wurde jetzt auch repariert. Man konnte ja immer noch auf B, obwohl man auf A gehen sollte im Wingman. Aber warum kann man bald Hühner hochheben? Braucht man das alles? Nee, Digga. Habe ich's trotzdem gekauft? Nee, Digi. Mit diesen Updates haben die Wolvinchen natürlich wieder einiges hinterhergedrückt, das wir gar nicht gesehen haben. Unter anderem wurde auf Kurbelstein weitergearbeitet. Und da haben wir, glaube ich, alle sehr Bock drauf, oder? Koppel, ja? Und es geht immer weiter Richtung Operation. In diesem Blog ist zum Beispiel von Quest Progress Reason die Rede. Und auch das Tablet wird hier aufgeführt. Diese Leaks zum neuen Tablet sind ja auch noch recht neu. Und obendrauf, aber ich glaube nicht, dass das viel miteinander zu tun hat, wurde dieser Stuhl noch hinzugefügt in den Dust-Files. Einige Data-Miner und Interessierte sind aber bereits über Dust geflogen und konnten den Stuhl nirgends finden, auch nicht hinter den Kulissen. Da wird jetzt natürlich gemauschelt, ob das was von der neuen Operation ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch einfach nur irgendein Detail ist, das eingebaut wird auf der Map. Man weiß es nicht. Aber was wiederum stark in Richtung Operation geht, sind einige Lizenzen, die sich die Volvos angeschafft haben. Unter anderem ein Bangers Google Font. Das geht schon so in Richtung Comic, würde ich sagen. Und wenn ihr bereits eine Weile am Start seid, dann könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, dass alte Operations auch solche Comic-Sachen hatten. Ich denke, dass gerade eine neue Operation, vor allem mit dem ganzen neuen Content, der da mit dazukommt, sicherlich sehr gut aufgenommen werden würde. Natürlich gibt es nach wie vor oder parallel dazu die Cheater-Problematik, dann auch immer noch Hardware-Geschichten und Performance-Probleme, die manche haben. Nichtsdestotrotz giert die CS2-Community ja förmlich auf neuen Content. Man möchte endlich wieder weitere Maps, vielleicht auch andere oder neue Skins. Das ist jetzt, glaube ich, für viele nicht so extrem wichtig. Aber ja, einfach mehr. Alle alten Spielmodi hinzufügen wäre ja schon mal ein erster Schritt, der meinetwegen gerne mit einer Operation einhergehen könnte. Natürlich würden dann ganz viele sagen, das haben die ja davor schon gehabt bei Go und jetzt machen sie daraus einfach eine Operation. Wäre mir scheißegal, solange das Zeug kommt. Mal wieder eine Runde Flying Scoutsman oder eben auch ein bisschen Danger Zone. Das wäre schon was Nettes. Und wenn dann da direkt noch was ganz Neues dazukommt, wie halt die Sache mit den Hühnern, die ich jetzt nicht ganz, weiß ich nicht, nachvollziehen kann, dann ist es doch eine nette Sache. Und guck mal, der streichelt das sogar auch gut. Ja, mit Nikolas. Also da wäre ich ja actually schon mit dabei, na klar. Und nur noch etwas als kleinen Anhang hinten dran, nach diesen letzten News, dass in China ja auch diese Cases bzw. Glücksmechaniken, wie es mitunter etwas verharmlosend ausgedrückt wird, gebannt sind bzw. verboten werden, kann man natürlich davon ausgehen, dass dieses letzte Update mit diesen Rentals genau in diese Richtung spielen soll. Wenn das anerkannt wird, und das sollte es ja eigentlich, denn wenn du so eine Kiste rentest, dann ist es für die Volvos ja eigentlich dasselbe. Du zahlst mit der Kiste und dem Schlüssel, wie davor auch, und kriegst aber nicht aus Luck irgendwas, sondern einfach für 7 Tage alles, was in der Kiste drin ist, bis auf das Knife. Es hat also keine Glücksmechanik mehr und kann somit in China und auch in, ich glaube, in Österreich und in Frankreich ist es, glaube ich, auch, oder, dass es verboten ist. Man könnte jetzt also somit einfach die Kisten weiter anbieten und auch große Online-Marktplätze wie zum Beispiel Buff wieder befüllen. Also man könnte komplett zurückrollen auf den Punkt, bevor China gesagt hat, oh, wir bannen das alles. Denn bedenkt, aktuell ist bei Buff alles, was Cases angeht, rausgenommen worden aus dem Markt und gerade vor kurzem wurde scheinbar auch allen nicht-chinesischen Bürgern der Zutritt zu Buff verwehrt. Man kann die Seite also überhaupt nicht mehr benutzen, wenn man nicht aus China kommt bzw. eine chinesische ID oder Bankkonto dort hat. Und wenn man bedenkt, was Buff für ein Riesenmarkt ist, dann ist das schon ein Einschnitt. Und logischerweise ist diese Rental-Geschichte nun eine Möglichkeit, einfach wieder komplett einzusteigen und praktisch alles wieder so hinzubiegen, wie es davor war. Mehr oder weniger. Denn jetzt, wo diese Lack-Mechanik nicht mehr vorhanden ist, also zumindest bei der Kilowatt-Case, ich denke, wir können davon ausgehen, dass in China dann jede Case zu so einer Rental-Case wird oder so, mal gucken. Da, wie gesagt, diese Lack-Mechanik jetzt raus ist, können die Kisten ganz normal wieder in China angeboten werden, gekauft werden, somit auch verkauft werden, getradet werden und so weiter und so fort. Der gesamte Markt ist also einfach wieder da. Damit wappnen sich die Volvos natürlich auch für den Fall, dass noch mehr Länder nachziehen und das verbieten. Selbst bei uns in Deutschland gab es ja schon so ein bisschen Gemauschel. Es ist zwar noch bei weitem nicht in irgendeine konkrete Richtung gegangen, zumindest soweit ich weiß. Aber man hat auch schon darüber nachgedacht, ob das nicht ein bisschen krass ist hier, was Counter-Strike macht. Weil es ist natürlich Gambling, na klar. Und in dem Fall ja Gambling ab 16 und das geht halt bei uns zum Beispiel in Deutschland gar nicht. Es muss aber 18 sein. Bei uns wäre es relativ leicht zu lösen. Ich denke, es wäre sogar in vielen Bereichen der Welt leicht zu lösen, indem man sagt, Counter-Strike ist ab 18 oder halt ab 21. Da würde man auch direkt die Cheater so ein bisschen abschrecken, weil sie sich halt dann jedes Mal eine neue ID holen müssten. Natürlich kann man alles umgehen, aber es erfordert halt immer mehr Aufwand, um solche Sperren dann zu umgehen. Aber logischerweise würde Counter-Strike dann auch sehr, sehr viele Spieler verlieren, weil da die wenigsten Bock drauf haben, ihre ID, also ihren Perso
an Dritte abzugeben. Man darf weiterhin gespannt sein, wie es in Richtung Operation, Gambling und so weiter in Zukunft aussieht. Bei mir sieht es jetzt wie folgt aus. Wir starten jetzt noch geschwind ein neues Giveaway und lösen dann noch zwei alte Giveaways auf. Let's go! Heute gibt es für euch diese M41S Amphosaurus S zu gewinnen. Man macht hier ganz einfach mit, indem man Folgendes beantwortet. Hättest du jetzt gerne als nächstes eine Operation oder irgendwas Konkretes anderes? Also irgendwas ganz Spezielles anderes. Egal wie groß oder klein das andere ist. Was ist dir lieber? Operation oder, keine Ahnung, Hühner, die man hochheben kann. Haut es in die Kommentare, dann seid ihr automatisch mit dabei. Und jetzt gehen wir noch ans Auflösen. Wir haben hier einmal diesen Sticker für euch gehabt. In dem Video ging es darum, was die Volvos so kochen und ob ihr bereits einen der Bugs hattet, die gefixt wurden. Vielen Dank für 149 Kommentare. Der Gewinner des Stickers ist Check mich Luca. Hatte keine Bugs, finde es aber gut, dass sie die Overall-Leistung verbessert haben. Performance-Verbesserung finde ich auch immer gut. Luca, bitte einmal hier melden, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast und dein Trade-Link hier in die Kanalinfo einfügen. Euer Trade-Link ist dieses Ding hier, das steht hier in diesem Bereich. Dahin kommt man über Steam-Profil, Inventory, Trade Offers, who can send me Trade Offers? Als nächstes gab es für euch diese AK-47 Emerald Pinstripe zu gewinnen. Und hier war die Frage, ob ihr schon mal einen Bann hattet, weil ihr einen Cheater bei euch in eurem Team hattet. Vielen Dank für 284 Kommentare. So eine geile Meile. Der Gewinner, dieser Emerald, sofern er sich geäußert hat, ist Larson vom Dach. Nein. Okay. Larson, hier melden und hier deinen Trade-Link reinbauen. Und zu guter Letzt gab es noch ein Giveaway mit einer Stickerkapsel, und zwar dieser hier. Und in dem Video habe ich gefragt, ob ihr aktuell Geld in Counter-Strike investiert habt. Wir haben hier 126 Kommentare. Danke dafür. Und unser Gewinner ist DK Baxter. Was habe ich in den letzten 10 Jahren gelernt? Niemals verkaufen, außer bei Geldnot. Ja, ich würde sagen, das beantwortet die Frage schon irgendwie, oder? Passt, würde ich sagen. So, Baxter, bitte einmal hier melden, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast und dein Trade-Link bei dir in die Kanalinfo. Und das ist das Neue, von dem ich gesprochen habe. Das hier geht nächste Woche dann im Livestream raus. Rankommen und mit dabei sein. Gut, das wäre es dann wieder von mir gewesen. Wir sehen uns im nächsten Video, wahrscheinlich am Dienstag oder dann einfach im Livestream am Dienstag. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Rankommen, mit dabei sein, haut rein. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.